Hallöchen und willkommen zurück zu Rogue Legacy. Die Tür hier oben ist geschlossen und ich habe gerade gesehen im Pausenmenü. Lady Chun-Li, die zweite hat's gemacht. Yay, Street Fighter lässt grüßen. Auch wenn wir dem Alexander nicht ins Gesicht getreten haben, sondern ordentlich hier Dalsim nachgemacht. Aber passt schon, würde ich sagen. Wir haben den zweiten Türriegel gelöst, sozusagen. Jetzt lassen wir hier... Oh, jeez. Oh, wow. Gosh. Ach ja, ich muss hier gar nicht mehr hin. Ich habe die Kisten... Oh! Werden ja zurückgesetzt. Gosh. Oida. Also, wir könnten noch, was ist das Fragezeichen? Ach, die Jukebox ist die Frage, ist das Fragezeichen, ja gut. Wir gucken mal nochmal nach links unten. Das muss ich mir natürlich zusammenreißen. Ich darf jetzt nicht blind drauf losstürmen, auf alles, was sich bewegt. Oder sagen wir mal so, ich muss darauf gefasst sein, dass, wenn ich losstürme, sich noch Sachen bewegen. Denn auch wenn die Karten jetzt aufgedeckt sind, vom vorherigen Run, die Gegner sind alle wieder da. Okay. Na komm her. Dann halt so. Wir müssen langsam wieder ein bisschen, danke, Mana aufbauen. Oder MP. 75 haben wir aber schon wieder. Nice. So, hier unten haben wir alles ausgeräuchert. Ja. Okay. Dann geht's hier ein bisschen runter. Nice. Okay, dann ist hier auch alles sicher. hier waren die Wölfe ein kleines Problem. Natürlich springe ich da komplett drauf. Warum auch nicht? Oh, da ist auch noch fast in den Dödel reingelaufen. Alter, was ist denn los jetzt? Konzentrier dich, Mann! Ach, hier ist noch ein Pferd am Start. Ja, gut. Solange das kein Wolf ist. Moment, kommt das da runter? Ich hoffe einfach mal nicht. Ne, das bleibt da oben. Hehe. Damit ist die besondere Kiste auch für uns. Dankeschön. Hätte zwar ein bisschen mehr sein können, mit, wenn wir das Schloss nicht... Hatte ich jetzt gerade ein bisschen Schiss. Wenn wir das Schloss nicht eingedreht hätten. Aber wir wollten ja den Boss machen. Besiege alle Feinde. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Nachher. Woo, der war nice. Da haben wir ordentlich abgeräumt. Ach, wir sind zu klein. Oh, da ist noch einer. Ah ja, easy. Oh, ich sehe auch gerade. Da rechts wären... Aber wir haben so eine kleine Reichweite. Da ist hier wieder so ein Gang für uns Kleinwüchsige. Also die haben schon öfter mal ein bisschen was als Vorteil, möchte ich sagen. Oh, der springt da gleich hoch. Der springt ja hundertprozentig gleich zu uns hoch, oder? Aber runterspringen kann er nicht. Richtig. Richtig. Runterspringen wird schwierig. Hehehe. Da komm her, Wolfi. Ach, dann halt so. Scheiß der da rum, ey. Okay. Alle Gegner hier besiegen. Das versuchen wir jetzt auf die Art und Weise ein bisschen zu beschleunigen. Wir haben immer noch... Oh, da unten gibt's... Na, klasse. No!
John Lee! Na gut. Was hätten wir denn hier? Schönes Barbarenkönig. Das wäre geil, um Gegner in Stacheln zu pushen. Kunoichi. Kann massiven Schaden verursachen, aber nicht kritisch treffen. Das wäre mir eigentlich egal. Komm, dann nehmen wir mal einen Kunoichi. Und zwar... Oh, der hat einen Glaukom. Wir nehmen Lady Lina, die dritte. Haben trotzdem 3000 Cash gemacht. Die Rune gucken wir uns an. Und das ist die hier. Eine Sprintrune für die Brustplatte. Und... Oh ja, die schalten wir frei. Also überall alles absaugen, was geht. Na, außer vielleicht mit den geflügelten Zeugs. Ja, macht schon Sinn, ein bisschen rumzuspielen. Also, 2000. Wo packen wir das denn rein? Oh, ein Kunoichi verbessern. Hokage. Nehmen wir. Da kommt auch wieder ein krasser Turm hochgefahren. Werde von einer armseligen Kunoichi zu einer mächtigen Hokage. Meistere die Kunst, scheinbar getroffen zu werden, dich aber heimlich in letzter Sekunde in einen Holzklotz zu verwandeln. Gut, dass du so viel Holz mit dir herumträgst. Aha. Oh. Rüstung durch Cash. Sturzschlag. Ein Übungsraum fürs Hüpfen hat seine Vorteile. Verursache mehr Schaden mit aufeinanderfolgenden Sturzschlägen. Ugh. Also Rüstung hole ich mir. Oh, da sind Fetzer erschienen. Ah, cool. Oh, kann man steuern, wo man hin? Also immer in Blickrichtung, ja? Okay. Immer in Blickrichtung. Was, wie viel braucht das? Wie viel braucht das? Das gucken wir uns gleich mal an. 5. Okay. Wir haben das Schloss nicht eingedreht. Wir erkunden jetzt ein neues. Nimm mal mich selbst. Ich hab die Axt. Gleich mal hier ordentlich eingesetzt. Und wir haben richtig Bums mit ihr jetzt. Das ist Schnieke. Komm, wir gehen da einmal hoch. Schon mal den ersten weggeräumt. Das Fleisch lassen wir mal hier kurz liegen. Könnten wir jetzt fast brauchen. Lassen wir... Nee, da gehen wir nicht mehr zurück. Nee. Kriegen wir hier alles wieder? Fast voll. No! Das arme Geld! Das arme Geld! Was tut denn für uns? Oh. Ich dachte, das wäre der... Oh, Kacke. Ich dachte, das wäre der... Das Ding, wo man... Oh, sich so ein Special-Item abholen kann. Ist aber nicht der Fall. Das ist nämlich eine Statue zum Beten gewesen. Das war nur der... Dann nennen wir es mal Jungbrunnen. Ja, den habe ich gewastet. Ja, komm, wir gehen gleich mal hier hin. Treffer! Passt, würde ich sagen. Ist da hier noch ein Wolf unten? Nee. Wir sind wieder im Schloss. Okay. Und wir sind wieder aus dem Schloss raus. Kurz vorm Abfeuern eine mitgegeben. Wow! Heute. Ja, wir haben schon... Kacke! Wir treffen schon... ordentlich. Oh, wir sind aber fast tot. Oh. Ja, in die andere Seite gedrückt. Nice.
Wo wollen wir jetzt hin? Ja, komm. Da hätte es mich jetzt fast unnötigerweise getroffen. Wäre das allererste Mal, dass mir das passiert. Okay. Das Auge. Oh, du Arschloch, ey. Kackwolf. Kackendreister Scheißer. Na. Kackwolf, Kackauge. Na, komm her. Komm her! Und nicht, dass mein Hund ankommt und sich denkt, was habe ich dir jetzt schon wieder gemacht? Kettor. Das ist auch ein lustiger Name. Okay, wir sind fast wieder full life. Hier gibt es nichts zu holen, nur viele Gegner. Nice. Wolf ist one hit. Ja, eher nicht. Aber das habe ich jetzt mal abgewartet, dass die Kugel da unten festhängt. Ah, und ich muss dran denken, wir können. Wir können rumquietschen, ja. Das können wir auf jeden Fall. Wir können ja hier diesen Holzklotz machen. Ey, neues Tagebuch. Was erzählt uns denn dieses Mal? Gucken wir uns gleich an, nachdem wir hier Unkraut geerdet haben. Nummer 14. Auf meiner Suche nach dem nächsten Wächter habe ich all diese Räume systematisch von Dämonen gesäubert, aber ich verliere mein Zeitgefühl und andere Gefühle auch. Als ich den Turm betrat, spürte ich, wie die Zeit stillstand. Oder vielleicht spricht da die Höhenangst? Ich hatte nie viel für Höhen übrig. Oder doch? Mir fällt es immer schwerer, mich an meine Vergangenheit zu erinnern. Ist klar. Hau ich hier kreuz und quer einen raus. Ohne Rücksicht. Oh, jeez! Ja, da haben wir Schleimi gerade noch so getroffen. Mit mehr Glück als Verstand. Aber ich beschwere mich da definitiv nicht. Besiege alle Feinde. Na gut. Wow! Du kommst erstmal hier weg. Von dem werden wir richtig hart zurückgeworfen. Und der bewegt sich auch noch. Und der kriegt auch so nur 21 Schaden. Alter. Aber 31? Oh, Kacke. Nice. Was haben wir hier Schönes? Die Gnadenrune. Das hört sich an, als würde das deutlich hilfreicher sein als. Als hier Gegner verstärken. Klar. Haut ruhig raus, ihr Kackvögel. Wie viele denn von euch? Seid ihr behindert? Ja, gut, sind sie, aber. Dass man das so raushängen lassen muss. Okay, da unten ist noch ein Auge. Ein Pferdchen, das holen wir jetzt hier mal ab. Komm her. Na gut, dann laufen wir dem Pferdchen entgegen. Halbwegs. Einer ist noch da. Passt. Puh. Ah ja, die Statue habe ich gemeint. Wir haben den Ring gefunden. Ich habe immer. Ich habe wieder vergessen, was der Ring macht. Er weiß nur, dass die Brille uns. Zwar beide getroffen, aber keiner gestorben. Außer ich fast. Naja, was heißt ich? Nee, ich bin nicht fast gestorben. Das kann man jetzt so nicht sagen. Aber es war unnötig, da gehittet zu werden. Allerdings haben wir jetzt auch wieder fast full life. Wir könnten hier nur nach oben schneiden. Komm, wir schneiden hier erstmal einmal nach oben. Miau. Oh, gerade so nicht. Ah, wir treffen den.
Nur fast. Ich hasse diese Wölfe. Die sind einfach zu schnell für mich. Das ist eigentlich schon peinlich. Im Real Life nicht, aber in so einem Spiel, da ist es schon ein bisschen peinlich. Okay, den haben wir unten abgefeuert. Ha, okay, den habe ich jetzt... Oh, du Arsch. Oh, ja, klar, treffe ich zweimal, du Hure. Und dann kommt die Scheiße auch noch hier oben durch. Oh, fuck, ey. Oh. Okay. Wo kann ich mich hinretten? Ich müsste durch den ganzen Raum wieder durch. Nee, das machen wir. Halt, stopp. Halt, stopp! Hättest du mich auch heilen können. Mensch. Okay, wir gehen jetzt erstmal nach unten. Ja, passt. Oh. Das hätte uns auch töten können. Ist auch lustig, dass das Ding hier noch da ist, obwohl sein, nennen wir es mal, Gebieter tot ist. Wieder einen aufs Maul gekriegt. Belastung. Na? Okay. Hier geht's dann hoffentlich gemütlicher weiter. Ja. Halt, die nehmen wir noch mit. Yes. Okay, ich bin hier weg. So, den schon mal hauen wir auch kaputt. Dann... Ja, unsere Axt können wir eigentlich nochmal einsetzen. Oh, wow. Nur noch drei live. Okay, 17. Sieht schon besser aus. Aber trotzdem, da bist du wieder fast voll und schon hast du wieder die Arschkarte. Was gibt's hier? Eine Truhe hinten dran. Nice. Mal aus Panik die Axt geworfen. Kommt ihr hoch? Jo. Okay, passt. Da können wir dann einfach so durchschweben. Oben links ist noch eine Truhe für uns. Na komm. Hätte uns auch nochmal töten. Was ist töten? Hätte uns auch nochmal ordentlich Life kosten können. Sagen wir es mal so. Machen wir das jetzt? Nee, noch nicht. Gucken erstmal, ob wir... Ja, okay, das nehmen wir auch mit. Ob wir hier oben was... Oh, scheiße, da gehe ich nicht ran. Das mache ich nicht. Toll. Danke für nichts, Auge. Noch ein Bauplan, Silberschwert, danke. Na, komm noch ein bisschen höher. Ich könnte ja versuchen, über die Stacheln zu schweben, aber nein. Nein. Nee. Oder doch? Nicht wirklich. Also, den Wald haben wir jetzt komplett ausgekundschaftet. Puh. Fehlen halt die zwei. Okay. Geh. Oh, nein. Oh, zu spät auf Y. Trotzdem tot! Und nochmal zu spät auf Y. Ey! Ast rein. Ast rein. Oh, die Lichtkönigin nehmen wir jetzt auch mal wieder. Licht hat mir gefallen. Gucken wir gleich mal hier. Das Silber. Das Silberschwert würde uns
Ja, mehr Schaden. Ja, komm. Nehmen wir das Silberschwert mal. Wir legen mal die Vampirsachen ein bisschen ab. Ein klein bisschen. Das packen wir. Können wir noch nicht. Wir können es freischalten. Noch nicht anlegen. Also, wir brauchen ein bisschen mehr Gewicht. Und dann würde ich schon fast sagen, wir nehmen uns noch Rüstung mit. Ja, komm. Schadensreduktion. Und hier holen wir uns dann auch noch diese Rüstung. Nice. Okay. Ach ja, welche Rune ist denn bei dir neu? Okay. Gegner schwächen. Ja, wir hätten noch 600? Da können wir uns echt nichts mehr leisten? Habe ich das richtig gesehen? Tatsache. Ha! Können wir da noch irgendwas freischalten, was wir noch nicht haben? Ja, dann schalten wir den wenigstens... Oh, halt, nicht equippen. Aber nur freischalten. Okay. Dann geht's mal auf mit der Lichtkönigin. Mit der kleinwüchsigen Lichtkönigin. Okay. Hat das eine Zielsuchfunktion gehabt? Ja. Wow. Das ist geil. Also der macht schon einiges an Damage. Ich dachte, da kommt ein Rabe raus, aber nee. Für jeden Gegner im Raum? Ist das so? Ja, für jeden Gegner im Raum. Nice. Das ist ja fast richtig schnieke, würde ich sagen. Na gut, dann holen wir uns ein bisschen Cash. Was wollen wir denn als nächstes angehen? Wir machen das hier gleich. Den Wald mit ihr erkunden. Erstmal wieder ein bisschen Kohle reinbringen und Uiuiuiuiui. Okay. Der untere... Oh, ich glaube, das tötet uns, ja. Der untere war jetzt kein Problem mehr, weil der oben nicht mehr stehen konnte. Aber wir haben das leider verkackt. Auch wenn das lustig gewesen ist mit den Krähen. Das war nicht schlecht. Wir nehmen nochmal den Lichtkönig. Komm. Ah, das mit dem Geld hat jetzt nicht so gut funktioniert. Komm, können wir hier noch was kaufen und dann nicht benutzen? Nope. Doch. Freischalten, nehmen wir trotzdem den. Sieht ein bisschen blass aus, muss ich zugeben. Komm, wir machen das jetzt gleich mal hier, dann können wir da schon mal ordentlich rein. Buttern. Oh! Hä? Wieso haben wir denn jetzt... Wir hatten doch gerade noch was anderes. Kriegen wir jedes Mal... Hat die die Fähigkeit, dass sie... Zufällige Zaubersprüche, okay. Okay, okay. Interessant. Wahrscheinlich jeden Raum in den anderen. Dachten wir gerade schon, wir hatten doch gerade noch die... Stachelkugeln. Warum kommen jetzt die Vögel rausgeschossen? Aber gut, jeden Raum switcht das. Nee, macht's nicht. Es ist einfach jedes Mal zufällig und da wird dann nur das angezeigt, was als letztes benutzt worden ist, oder wie? Nimm keinen Schaden. Hä? Hä? Aktiviert man die auch? Nee. Wie macht man... Was? Was sind das denn für Dinger? Keine Ahnung, was das bitteschön gewesen sein will. Oder soll. Ist in mir vorbeigegangen.
immer noch mit den Raben ausgestattet. Oh, da ist nur der eine, oder was? Na klasse, hat sich ja gelohnt. Ach, zu spät, echt jetzt. Gosh, Mann, hätte ich mir auch sparen können. Okay, ein Bild ist fake. Gut, dass wir das mit den Raben auch so gut sehen. Allerdings gehen wir jetzt auch langsam die... Na, passt. Haben wir wieder was. Oh. Das mache ich jetzt einfach in jedem Raum. Erstmal. Das ist doch schön einfach dann. Ja, bye bye. Die kleinen... weiß ich, die kleinen... Die Zombos werden damit wahrscheinlich nicht anvisiert. Oh, da sind auch... Oh. Da wäre ich jetzt fast in die Stacheln abgesunken. Jetzt wäre ein Raum nice mit einer Feentrugel, besiege alle Gegner. Das wäre mit ihr hier so richtig easy. Okay. Truhe aktiviert, alles eingesammelt, nice, danke. Und Pfirtgurt. Hier sparen wir uns das mal, wobei 121, nee komm, pack mal aus hier. Komm, nehmen wir hier nochmal. Ah, jetzt haben wir wieder was anderes als, oh, nimm keinen Schaden, das verschieben wir auf wann anders. Jetzt haben wir wieder die Stachelkugeln, Das ist aber auch nice, dass der Zauber durch, durch das Schild sozusagen durchgeht. Oh, mit er abgeschossen, na klasse. Aber dass ich den getroffen habe, wundert mich jetzt auch ehrlich gesagt. Oh, irgendwer schießt hier noch rum. Okay. 45 live. Mhm. Was gibt's hier? Eine Truhe und, ja, schlechte Bewachung. Muss aber auch sagen, was Geld angeht, sehen wir momentan... Sieht alles ein bisschen mau aus. Ich komme einfach nicht mehr auf Full Life. Wow. Der hätte mir auch fast den Helm eingedrückt. Oh, die sind immer noch am Leben? Und nur eins? Ach, jetzt habe ich hier wieder die Chose. Also man muss es einfach mal ein paar Mal benutzen. Und dann kommt der Rest wieder. Oder dann kommt die... der andere Zauber. Oh. Was? Die haben das überlebt. Also jetzt kommen also Gegner, die nicht mehr Instant Kill sind mit dem Zauber. Nicht so ganz so klasse. Was haben wir schon wieder die Teile? Will ich da durch? Muss ich da durch? Eigentlich würde man beides mit... Genau, Volldepp. Da hatte ich mehr Glück als Verstand mal wieder, dass ich da nicht von den Flammen getroffen worden bin. Ja, das Geld ist mir jetzt egal. Erstmal hier ein bisschen auffrischen. Oh. Ja, so viel Geld kommt hier nicht zusammen. Okay, du bist der, der dreimal schießt, ja. Oder was heißt nice?
Er ist tot, das ist schön. Wir haben keine... Oder nicht mehr wirklich... Weder LP noch... MP. Oh, wir haben nur die zwei Teleport-Dinge freigeschalten. Okay, komm. Gehen wir mal zurück ins Schloss. Da kriegen wir nicht so sehr aufs Maul. Und gucken uns mal an, was wir hier noch machen können. Wobei... Ja, wir sehen uns nächste Folge hier wieder. Ich speichere das, gehe dann nächste Folge nochmal komplett neu rein. Oder was heißt komplett neu? Wir sind hier drin und machen dann hier einfach weiter. Ich würde sagen, wir machen erstmal das Schloss fertig, peppeln uns wieder ein bisschen auf und dann gucken wir mal, wohin die Reise für uns führt. Macht's gut, bis dann. Vielleicht sehen wir ja den Turm oben. Ciao.